Hey ho, meine Lieben, im Schrebergarten. Und Manu ist schon dabei, die ersten Päckchen auszupacken. Heute ist schon mal alles gekommen, was ich bestellt habe. Meine Lampen, mein Scheißhäusel. Und das Dach, die Schrauben dazu. Es ist alles gekommen. Wir haben jetzt noch eine Tour durch 5 verschiedene Läden hinter uns. Da war alles dabei. Einfach mal gucken, schlau machen und Ballentorf geholt, noch eine Schaufel geholt, etc. pp. Jo. Aber jetzt fahren wir jetzt hier erst einmal runter, weil wir haben es jetzt gerade stressig gehabt, alles ausgeladen. Und dann zeige ich euch gleich einmal die Lampen und dann geht's einfach mal los hier. Ja, zum Grillen haben wir auch eine Kleinigkeit dabei. Also Leute, die Enttäuschung von dieser Lampe ist mal ziemlich groß. Sie funktioniert. Licht ist gar nicht mal so schlecht, aber sobald Licht aufs Solarpanel fällt, geht die Lampe gar nicht. Da kann ich sie auch nicht einschalten, ausschalten oder sonst irgendwas. Erst wenn es dunkel ist, ja, kann man da ein bisschen rumspielen. Und das bringt mir natürlich gar nichts, wenn ich die Lampen für den Innenraum nehmen wollte. Na, geht's wieder aus. Ey, das ist doch... geh jetzt aus hier. Doch. Das ist doch kacke. Eigentlich hätten ja die Lampen in den Innenraum rein sollen. Solarpanel außen. Und dass ich dann, wenn man am Klo hockt zum Beispiel, jederzeit dann innen Licht einschalten kann. Funktioniert nicht. Funktioniert erst, wenn es dunkel ist auf dem Panel. Toll. Super. Von denen habe ich jetzt einmal die doppelte Variante und einmal mit einem. Finde ich bestimmt noch eine Anwendungsmöglichkeit für die. Aber jetzt im Moment nicht für das, was es geplant war. Leider hätte mir sehr gut gefallen. Tue ich wieder in den Karton reinpacken. Ja, und Leute, was soll ich sagen für so ein Scheißhäusel? Wenn man sich absolut nicht auskennt, muss man sich echt erst einmal Bedienungsanleitung von der Internetseite runterladen. Das ist alles, was dabei war. Und bevor wir da jetzt viel zu viel auffüllen oder sonst irgendwas, werden wir zu Hause erst einmal noch die Gebrauchsanleitung zum Kacken runterladen. Du siehst auch nicht gerade begeistert aus. Nein, ich bin am Überlegen. Gut, hat sich heute erledigt mit Toilette? Ja. Können wir eigentlich wieder nach Hause fahren? Nein, noch nicht. Also wie gesagt, da erst einmal die Gebrauchsanweisung. Genau. Oh. Ja, bevor wir da einen Scheiß bauen. Richtig. Denn... Nee, ich lass lieber. Alles gut. Oh. Ja. Auch sowas kommt hier im den Schrebergarten Videos vor. Aber ich hoffe bloß einmal, weil alles andere danach mit dem Ding ist privat. Richtig. Versprochen. Ja, bloß mit der Beleuchtung muss ich mal was anderes ausdenken. Also so gefällt mir das nicht. Also die Lampen sind für den Zweck nicht geeignet. Durch wieder einpacken und ja, Außenbereich, wenn es dunkel wird, dass man da dann ein Licht hat. Da funktionieren sie dann wieder. Dann nehmen wir doch die lieber alte Kerze, oder? Ja, so ungefähr. Schauen wir mal. Ja. Gut. Schauen wir mal hinaus, ob es schon zum Regnen... Nee, das regnet immer noch. Immer noch.
Um 11 Uhr hat der Wetterbericht gesagt, es hört zum Regnen auf. Richtig. Traurig sowas. Egal, wir fangen jetzt ein bisschen zum Ausmisten hier an. Ja. Also das ist, glaube ich, dieses Mal noch ein richtiges Chaos-Video. Weil wir müssen uns hier erst einmal so halbwegs zurechtfinden. Oh. Oh, Freunde, ich glaube, das wird die erste Zeit hier eine Drama-Videografie werden. wir wissen echt nicht, wo wir anfangen sollen, hinten und vorne nicht. Da drüben habe ich jetzt gerade mal den Zaun ein klein bisschen festgespackst. Bloß mit so kleinen Spacks, aber dabei habe ich schon festgestellt, vom Weißen hier bis zur Wand hin, geweckt, du Webs. Da wird es mal einen neuen Zaun geben. Manu hat sich gerade einen Spaten geschnappt. Wo will ich die Banane hin haben? Da, ja. Und fängt zum Graben an schon. Was soll ich sagen? Hinten das Müllhäufle wird schon größer. Ich räume jetzt weiter da den Schuppen aus. Irgendwas muss ich machen. Tja, Freunde, somit wäre hier die erste Banane gepflanzt. Spatzel, wann können wir ernten? Wahrscheinlich gar nicht. Ein bisschen Torf und Pflanzerde mit Nei und gut ist. Ja, mit der Zeit werden da vielleicht noch ein paar Kindles rauskommen. Also nebendran Pflänzle und ja, das ist sozusagen jetzt die Bananenecke. Zum Schupfen ist noch genügend Platz. Dann über wird es wahrscheinlich noch zuwuchern. Rasenmähen kann man noch. Ey Leute, das ist auch das nächste, was ich mache hier im Kurzhaarschnitt, komplett drüber rasen. Die Wiese muss nicht so aussehen wie ich. Aber ich denke, jetzt wird es dann Zeit, dass wir einen Grill anschmeißen, dass wir noch was essen heute. Und dann wird es das auch schon fast wieder für heute gewesen sein. Die Dachpaneele, das sind wirklich ganz einfache, dünne und relativ kleine. Da habe ich hier die 4 Päckle liegen. Die kommen dann einfach oben drauf gespackst und gut ist. Aber erst halt mal den alten Schrott runter. Genau. So schaut's aus. Aber ich denke, heute bei der Feuchtigkeit wird es nichts mehr. Hoffen wir, dass es morgen schönes Wetter ist. Und dann denken wir uns vielleicht auch was anderes zum Grillen noch mit aus. Jo. Ich würde sagen, meinen Klapptisch ausbreiten, da den Klappo draufstellen und grillen. Kli, klar, Klappo. Ja, Klappo wird wieder angefeuert. Und was haben wir heute Schönes? Noch den marinierten Grillbauch vom letztens. Zwei Paprikas, einen leckeren Akkuschrauber, ein paar Spacks. Ja. Ja. Ein bisschen Kräuterbutter, Knoblauchbutter, Haumichtod und ein bisschen Ketchup. Und irgendwas haben wir, glaube ich, auch noch dabei. Irgendwie den Krautsalat. Hast du den jetzt nicht mitgenommen? Nein. Schade. Ich habe ihn voll vergessen. Ja, schade, Marmelade. Ich habe heute Morgen noch dran gedacht. Naja. Okay, dann wird uns das reichen, Leute. Ganz einfach. Eins nach dem anderen. Und hier geht's langsam vorwärts. Das habe ich jetzt schon gesehen. Oder? Ja. Wo ist alles? Hier. Nasse Füße. Oh. Schuhe. Nein, wir lassen uns hier wirklich Zeit. Richtig. Also morgen, wenn es trocken ist, werde ich auf alle Fälle nochmal hier über den Rasen drüber sausen, wie ich es gesagt habe. Und ja, dann gucken wir weiter. Cola ist für mich, aber soll es eine gewisse Person doch noch mal schaffen, für ein Video vorbeizukommen. Für dich habe ich was ganz was Leckeres.
So, Spatzel ist hungrig. Spatzel hat hier schon die Paprikas draufgeschmissen. Da bin ich gekommen, sage ich, eigentlich wollte ich die Kohlen noch verteilen. Sie hat es eigentlich bloß in den Anzündhaufen gehabt. Geht dann nochmal runter, Kohlen verteilen, noch zwei Stück dazugelegt und gut ist. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen anglühen, durchglühen. Und dann kommen erstmal unsere Bauchscheiben drauf und dann verspeisen wir das, was wir da haben. Und dann ist gut. Spatzel, ja. Ich habe ja was für dich. Soll ich das auch schon drauf tun? Ja, kannst ruhig schon drauf tun. Ich dachte eigentlich, du nimmst es rüber und legst es so, ja, nebenhin. Okay. Ja. Und dann kannst du die schön drauf tun. Ja, und Leute, wir sind im Schrebergärtel. Wir haben halt da mal diverses Zeug in der Hand. Aber keine Panik, wenn es einmal mit richtig geilen Grillvideos losgeht, da werdet ihr dann nichts von Kippen sehen. Also das ist versprochen, definitiv. Ja, aber jetzt im Moment noch. Ja, ich habe immer noch einen Kaffee und Red Bull Flash von gestern. Also ich bin am Lesen von, ja, egal, unangenehmen Sachen sozusagen und Spatzel ist schon fast fertig hier mit Grillen. Richtig. Wir essen jetzt ganz einfach und ja, genießen und danach packen wir eigentlich auch schon zusammen und fahren wieder nach Hause. So. Ja. Wie, ich soll jetzt drei Stück essen? Bist Nein, du wahnsinnig? Du kannst die hier essen. Okay, gut. Das ist Kräuterbutter und das ist ja, oh, das lasse ich mal jetzt schmecken, Leute. Spatzel darf nachher schnell die Cam halten. Na? Oh, bisschen Paprika, bisschen Kräuterbutter, Bauch. Lecker. Ja, auch hier, kurz bevor wir uns verdrücken oder wenn wir uns relativ nach dem Grillen schnell verdrücken, wird das Zeug, die Kohlen, alles noch im Wasser abgelöscht. Also auch hier gehe ich kein Risiko ein, ganz klar. Und Leute, also es war lecker, oder Spatzel? Ja, war lecker. Ein bisschen was haben wir heute fertig gebracht, auch nicht viel, aber... Wir haben Zeit, wir haben viel Zeit. Solange wir nicht ins Gras beißen, haben wir sehr viel Zeit. Und wir machen ganz gemütlich nacheinander, eins nach dem anderen, oder? Ja, richtig. Ja, kein Stress hier. Kein Stress. Oh, ja, ein bisschen Ascheflug war gerade. Wir räumen jetzt hier noch auf, machen alles dicht. Sonst verdrücken wir uns dann nach Hause und dann gib mir mal meinen schlauen Merkzettel. Habe ich mir hier nämlich schon notiert, was für Batterien ich brauche für die Solaranlage. Und ich denke, Hochbeete werde ich auch demnächst bald ordern. Weil die kann ich dann auch schon anfangen zu setzen. Die haben auch schon eine Position bekommen, zugewiesen von uns. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Eins nach dem anderen. Manche Sachen gehen schneller, manche brauchen länger. Leute, ja. Aber ich hoffe, dass ich morgen das Dach machen kann. Definitiv. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Und wer weiß, vielleicht haue ich ja die Gartenvideos einfach wieder täglich raus und Grillvideos kommen halt dann zwischendrin. Mhm. Das ist die Idee. So mache ich das. Und deswegen kam jetzt dieses Video auch vorm Falz-Video. Genau. Leute, hasta la vista, bis morgen. Wir sehen uns. Ciao, Ikowski. Sagst du auch noch Tschüss? Ach so. Tschüss.